Schönen guten Tag, wer sind Sie denn jetzt? Schönen guten Tag. Hast du noch eine neue Nachricht für mich? Nein, mach mal ein, wie viel ist dein Outfit wert? Lars? Woher kennst du meinen Namen? Wie, woher kenne ich deinen Namen? Woher kennst du meinen? Woher weißt du, dass ich deinen Namen kenne? Weiß ich halt. Kennst du auch deinen Namen? Ja. Was gibt's denn da zu lachen? Ist ja irgendwie normal. Wieso? Ja, du kennst ja auch deinen Namen. Ja, aber es gibt nicht so viele, die ihn kennen. Ich glaub aber eher schon. Und ich glaub eher nicht. Tja, das ist nicht so gut. Wieso ist das nicht gut? Ist ja normal. Dich kennt ja auch nicht jeder. Ja, aber ich bin ja auch ich. Ja, du bist du und er ist er. So ist das. Ja, so ist das. Wie lange kennst du ihn denn schon? Wie lange kenne ich ihn schon? Ja, wie lange du ihn schon kennst. Also theoretisch seit meiner Geburt, aber da war noch nicht ganz so viel Gehirnleistung da. Wie alt bist du denn? 16. Okay, dann ist es möglich, glaube ich. Aber unwahrscheinlich. Wieso? Weil er auch 16 ist. Wer? Wie wer? Er. Wer ist er? Der, über den wir gerade sprechen. Über wen sprechen wir denn? Dein Name. Jonas. Was? Ineptias. Angenehm, Lars. Hä? Also lass mal ein, wie viel ist dein Outfit wert machen? Nein, wieso? Okay, wir fangen mal den Schuhen an. Nee, tun wir nicht. Wie viel haben die gekostet? Keine Ahnung, 60 oder 70? Machen wir mal 80 draus. Okay. 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 Du musst schon mitmachen. Nee. Na, dann gehe ich jetzt. Okay. Willst du mich nicht aufhalten? Nee. Okay. Scheiße, Mann, der zweite ist tot. Was, wo? Ah, ein Untoter. Ist doch nicht tot. Nein, du. Was bist du? Ein Mensch. Wieso bist du von den Toten auferstanden? Weil du mich erschreckt hast. Und jetzt willst du dich auf ewig bei mir rächen? Was, es ist doch noch nicht mal Herbst. Ja, das ist richtig. Das hast du gut erkannt, Untoter. Ich bin aber Jonas. Ich glaube, du verwechselst mich. Soll ich dich Jonas nennen? Ja, so heißt ich ja auch. Ja, ich weiß. Dann ist ja gut. Ja, alles gut. Ja, so ist das. Was soll ich für dich tun, damit du mich in Ruhe lässt? Ich mache doch gar nichts. Ja, noch? Willst du, dass ich verschwinde? Ja, bitte. Aber ich mache doch gar nichts. Du hast mich angesprochen. Ja. Ja, ich warte hier nur auf Ronno. Auf Ronno? Ja, wenn dir das am Schlaganfall wieder aufwacht, bin ich da. Aha, okay. Aber wenn du sagst, ich muss gehen, dann gehe ich. Dann ist gut. Ich hab einen Traum gehabt. Bist du Martin Luther King oder was? Nein, ich bin Jonas, hab ich doch gerade gesagt. Ja, das hast du. Ja, das hab ich. Und du wartest auf Ronno. Ja. Und was bist du? Hungrig. Wenn ich dir was zu essen bringe, gehst du dann? Kannst du mich auch nach Essen bringen? Meinst du zum Essen? Nein, nach Essen. Zum Essen. Nach Essen. Ach, meinst du die Stadt? Ja, aber das war eigentlich nur ein Witz. Ach so. Na, dann geh ich mal. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Ich glaube, wir haben ein Problem. Was hast du wieder getan? Ich? Ich habe nichts getan. Wieso soll ich was machen? Also, ich habe was getan, aber es hat nichts mit dem Problem zu tun. Wer hat denn was gemacht? Niemand hat was gemacht. Es war komplett passiv. Wie, es war passiv? Okay, der eine hat bestimmt was getan, aber da bin ich mir nicht sicher. Wer ist denn der eine? Oder vielleicht war er es. Das passt zusammen. Dann war es ja kein spontaner Schlaganfall, sondern ein geplanter Schlaganfall. Geplant von diesem Mistkerl. Ich komme nicht mit. Wie nicht mit? Vorbei. Bei wem? Mit was? Bei dem, was du hier laberst. Du sollst ja auch nicht kommen. Und wie kannst du mitkommen? Ich bin doch schon da. Du bist schon gekommen? Ja, eben. Sonst wäre ich ja nicht hier. Wieso wärst du da nicht hier? Ist das so ein Antrieb? So wie so ein Jetpack? Jetzt komme ich nicht mehr mit. Was? Also ich meine vom Verständnis her. Das erscheint mir jetzt nicht so logisch und zusammenhängend. Tja, da kann ich dir auch nicht helfen. Kannst du nicht? Kann ich nicht. Okay, kommen wir nochmal auf den Anfang zurück. Ronno hatte einen Schlaganfall und ist jetzt bei diesem komischen Drecksarzt, weil wir nicht normale Krankenhäuser können. Ja, okay. Und er wollte, dass ich gehe. Okay. Und? Jetzt ist er mit Ronno alleine. Ich glaube, Ronno ist in Gefahr. Und ich denke, dass der Arzt zu viele Informationen hat. Ich bin dafür, ihn umzulegen. Sprechen wir über den gleichen Arzt, der sich nichts merken kann. Das spielt er doch nur. Okay. Denk noch mal ein bisschen darüber nach, ob deine Theorie wirklich Sinn ergibt. Also wenn 2 mal Pi 2 Pi ergibt, muss meine Sinn ergeben. Okay. Warte trotzdem noch ein bisschen mit dem Kaltmachen. Okay. Ich brauche Verstärkung. Wobei, habe ich dir doch gerade erzählt. Ja, das war jetzt schon gestern. Das kann ich mir doch nicht alles merken. Das war doch gerade eben, vor ein paar Minuten. Ja, für dich. Wie für mich. Ist doch egal. Kannst du bitte nochmal kurz zusammenfassen, was du meinst? Ronno ist bei diesem Arzt. Und wir müssen diesen Arzt kalt machen. Ich glaube, Ronno ist in Gefahr. Ja, der hatte einen Schlaganfall. Natürlich ist er in Gefahr. Aber ich meine noch mehr Gefahr. Wo soll denn diese Gefahr herkommen? Von dem Arzt. Aber der kann sich doch nichts merken. Ja, ich weiß. Das hast du eben schon gesagt. Und was hast du dann gesagt? Das spielt er doch nur. Ach so, wenn du meinst. Ja, ich meine das. Hast du Beweise? Nee, ich habe nur Beweiste. Was? Was? Hm? Habe ich natürlich nicht. Dann ist gut. Ja, also ich brauche Verstärkung. Und dann müssen wir da mal hin. Warum kommst du zu mir? Für die Verstärkung. Ich bin aber nicht so stark. Ich gehe nicht so oft ins Gym. Ich gehe auch nicht in den Gym. In oder im? Beides. Wäre beides merkwürdig. Aber im wäre merkwürdiger. Warum? Also im Gym ist ein Laufband. Von welchem Gym reden wir? Und warum passt ein Laufband in ihn? In S. In S? Oh. Oh, ach so. Du Drecksdepp.